In der nächsten Übung geht es darum, mit denselben Daten ein weiteres Diagramm zu erstellen. Wie das ausschauen soll, siehst du, wenn du auf das Augesymbol klickst. Diesmal sollen es also Säulen sein, die immer gruppiert sind, die beiden Länder nebeneinander gestellt. Es soll eine Hintergrundfarbe haben, die Säulen sollen einen Verlauf haben, von einem helleren Farbton zu einem dunkleren. Der Titel soll vorhanden sein und diese Achse soll beschriftet sein. Ja, probieren geht über Studieren.